Ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted 4, der mittlerweile, glaube ich, schon 38. Folge. Wir haben Averys Tunnel in der letzten Folge hinter uns gelassen, hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Genau, und jetzt würde ich sagen, ich hoffe, dass wir jetzt auch bald mal Sam wiederfinden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wir haben ja den Schlüssel gefunden in der letzten Folge, vielleicht passt ja auch hier. Probieren wir es einfach mal aus und dann sehen wir es gleich. Schlüssel rein. Ah, sehr gut. Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Genau, probieren wir es einfach mal. Aufpassen, dass es nicht abbricht, bitte. What the fuck? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Oh, oh. Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Los, Randa. 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 Nimm es doch, Mensch. Ist doch scheiße, komm. Nate? Hab ich doch schon, Mensch. Verdammt. Egal. Muss man's los? Oh. Nein, schneid doch schneller durch. What the fuck? Noch weiter! Ich bin hinter dir! Komm! Boah. Geht dann mal richtig gut weiter. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, ha? Huh? Oh nee, was ist mit ihr jetzt los? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Oh, mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Oh, du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Kapitel 20. Kein Entkommen. Fürs Erste. Okidoki. Eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Okay, wir müssten hier, glaube ich, könnten wir hoch, oder? Probieren wir es mal. Ja. Okay. Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Der Gegner da unten schon, oder was?
Okay, gehen wir mal hier weiter. Werden sie da wahrscheinlich gleich einen Haufen Piraten. Sicher aus. So sicher wie alles auf dieser Insel. Ups. Okay. Okay, aber erstmal hier hoch, mal schauen, was hier oben noch ist. Okay, hier ist nichts. Aber man könnte, glaube ich, hier rüber. Okay. Oh, Mist. Da. Das ist Sam. Ja. Komm, wir müssen zu ihm. Ich muss irgendwie zum Strand. Keine Granaten mehr. Mann. Okay, muss irgendwie den Scharfschütze erledigen. Oh Scheiße! Ah, super. Aber steck dich doch hier. Ah, ich glaube, ich brauche ein Scharfschützengewehr. Mei, oh mei, oh mei. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Okay, da waren es wieder 63 Schuss. Nein, da müsste es noch kommen. Wieder schon keine Munition mehr? Nein. Elena, hier lang. Metz die hier einfach. Wenn die mal ein bisschen mehr Bums hat jetzt. Erstmal alles wegholzen. Einigermaßen. Okay, die kann ich nicht mitnehmen, scheint. Ja.
Da muss ich noch eine andere Waffe schauen. Oh, was ist das? Okay, ich glaube, die ist auch nicht schlecht. Hier können wir durch. Na los. Okay, wo könnte Sam sein? Boah. Ja. Das ist die Antwort. Der überlebt nur eine Granate, genau. Copperhead. Obwohl die Condor ist eher so ein Granatwerfer, gell? Die hat auch eine Condor gehabt. Okay, nehmen wir die mal mit. Probieren wir es einfach mal mit der Waffe. Ah, Mist, er sitzt in der Falle. Okay, ab zu meinem Bruder. Mann, tut das gut. Jetzt komm hoch. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hm? Ich bin dafür. Auf geht's, Elena. Zieh. Hast du mein Feuerzeug? Okay, Munition, oder? Ach Mist, da drüben von dem anderen Schiff! Von dem Deck da unten! Ich bin dran! Abnehmen!
schießt denn der Penner? Mann, jetzt geht's. Wie halt. Hier wieder. Sieht's besser aus. Oder doch nicht. Nachladen, komm, Baby. Ja, groß. Oh, Mann. Von diesen Trucks hast du dabei, Ben. Lalalala. Wie komme ich hier lang? Ich brauche irgendwie eine Panzerfaust. Da ist einer. Meine, der muss doch mal am Arsch sein, oder?
Will er mich verarschen? Ich muss hier weg. Nicht hier weg, nicht hier weg. Ich muss hier weg. What the fuck? Durchhalten. Sally? Wie läuft so, ne? Ludwig! Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar! Die Spielchen sind vorbei! Mann, die Scheißkerle, plan dich! Nein, jetzt sterb ich doch noch. Und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht. Jetzt komm, helf mir hier hoch. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Jo, geh doch. Geht doch. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Willst du noch, Sam? Okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut. Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gekriegt. Ich weiß. Wow, 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 wow. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Hm? Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay. Das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff. Direkt da. Unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hä? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang.
Alles klar, Leute, das war's schon wieder mit der Folge. Wie es dann weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal an. Bleibt dran. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer